Unsere diesjährige Pressekonferenz auf der Hannover Messe beschäftigte sich mit dem Thema digitale Transformation und Bildung, ganz nach dem Motto keine Industrie 4.0 ohne Bildung 4.0. Und einer der Referenten war Professor Frank Piller von der RWTH Aachen, der uns jetzt noch für kurze Fragen zur Verfügung steht. Und die erste lautet, wie sieht die Produktion von morgen aus? Ha, wenn ich das wüsste, dann würde ich es Ihnen nicht erzählen, sondern ganz reich werden. Nee, im Ernst. Ich glaube, ein wesentlicher Treiber, und das sieht man hier auch an den Messeständen, die wird noch individueller. Sie wird noch effizienter, sie wird noch vernetzter werden. Das Spannende ist, sie wird wirklich lokaler auch. Wir sehen hier viele sehr große Technik, die militarisiert sich und kommt in die Lokalität. Schönes Beispiel. Adidas verlagert derzeit wirklich seine Sportartikelproduktion im Umfang von vielen Millionen pro Jahr wieder nach Deutschland zurück. Und das geht nur aufgrund von Digitalisierung in der Produktion. Und damit können wir ganz neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Okay, dann noch eine zweite Frage. Wie wichtig ist die Vernetzung über Unternehmensgrenzen hinweg in der Zukunft? Ich glaube, Vernetzung über Unternehmensgründen hinweg war immer schon sehr, sehr wichtig. Das Spannende wird, ist, sie wird anders stattfinden. Klassischerweise habe ich mich vernetzt, weil ich eine strategische Partnerschaft eingehen wollte. Ich musste Vertrauen aufbauen, habe lange Verträge abgeschlossen. Wir sehen heute, dass durch die digitale Transformation die Vernetzung plötzlich sekundenschnell stattfindet, dass sich Partner vernetzen, die sich gar nicht persönlich kennen, aber nur coole APIs haben, über die sie Informationen austauschen. So die Art und Weise von denen, was Vernetzung ist, das ist etwas, was wir, glaube ich, neu überdenken müssen. Ja, dann Professor Piller, vielen Dank, dass Sie da waren und noch eine schöne Zeit auf der Hannover Messe.